von allen guten Geistern verlassen. Alexandria! Wir müssen uns gegen die Krankheit wehren, die sich geräuschlos ausbreitet. Ha! Dieser Gennadios! Er will die Poeten Alexandrias unterdrücken. Er weiß nicht, mit wem er sich da anlegt. Mögen Sie mich einsperren, aber ich verkaufe mein Blut nicht an die Todeshändler dieses Regimes. Ich sorge mich um Phanos. Warst du in seinem letzten Stück? Es war recht düster. Er ist ein Poet. Die haben andere Vorlieben. Bayek! Endlich jemand, der mein Genie zu schätzen weiß. Mein Stück wurde konfisziert. Du ziehst Ärger förmlich an. Schlimmer noch. Sie haben alle meine Darsteller. Mitunter die besten Poeten Alexandrias. Sie sagen, falls ich das Stück aufführe, werden sie mich töten. Gib gut Acht, Phanos. Du bist sehr zerbrechlich. Halt dich ans Schreiben. Ich suche derweil das Stück und die Darsteller. Whoa. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Hey, was? Du wirst ewig in meinen Gedichten leben. Bring mich nur hier raus. Danke. Hey! Er ist zu stark! Verdammt! Dich schlitze ich auf! Das war's! Stirb! Was?
Hat jemand was zu essen? Wasser? Irgendwas? Ah, in die Freiheit getragen. Welch einmalige Erfahrung. Sei doch still. Schneller, großer Mann. Wir müssen eine Revolution beflügeln. Hey, vorsichtig, großer Bursche. Nein, lass mich nicht zurück. Ich muss von hier verschwinden. Wasser. Hier stimmt was nicht. Ich deck dich. Sei unbesorgt. Ah, das erinnert mich an meine Jugendzeit. Bei meiner ersten Aufführung war ich ein vortrefflicher Sack Getreide. Ich bitte dich, sei still. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. Ah, in die Freiheit getragen. Welch einmalige Erfahrung. Nein, lass mich nicht zurück. Ich muss von hier verschwinden. Sei doch still. Hey, vorsichtig, großer Bursche. Nein, lass mich nicht zurück. Ich muss von hier verschwinden. Wow. Vielen Dank. Es gibt noch zwei von uns. Sie sind geflohen. Gennadios Philakitai wollen sie töten. Sie sind mitsamt dem Stück auf dem Weg zum Palast. Gerät es in falsche Hände, ist Phanos in großer Gefahr. Wo sind die Darsteller? In ihrem Haus, nicht weit von hier. Sorge dich nicht um mich. Ich finde selbst zurück zum Theater. Hier stimmt das nicht. Sei wachsam, Philos. Zu gütig, ich danke. Hey! Zu stark, der passt da! Der Zensor wird seine liebe Mühe haben. Der heutige Teil war besonders verdorben.
dieser verräterische Narr. Du findest diesen dreckigen Bettler. Los! Ja? Ich glaube, er ist ein Darsteller. Mir ist eben. Dieser dämliche Narr muss irgendwo in der Nähe sein. Meldung. Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanos zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Weißt du, du entsprichst genau Phanos Typ. Ich weiß nicht, wovon du da redest. Du bist der perfekte grübelnde Held. Welch großartige Geschichte, bis die Götter ihn eines Tages für seine Kühnheit bestrafen. Das hilft nicht weiter. Hey, was? Welch Tragödie es doch wäre. Ein jeder wäre zu Tränen gerührt. Phanos erwartet dich. Niemand hält uns mehr davon ab, dieses Regime bloßzustellen. Vielen Dank, Freund. Ich bin sicher, dass Kapaneos... Du bist kein... Hey! Dich schlitze ich auf! Ich will deinen Tod nicht genüsslich ins Zimmer setzen. Ich habe etwas zu tun. Da! Idiotis! Ελάβνη νούκη γνωστής! Wow! Dies sind Wannis! Eves, Lachs! Sie ελάβνη χρύουχη γνέστε! Oh. Αμάξα ελάβνης κακίστεος. Αμέλισον. Μόρια πάσα. Παιδίαν. Δίουν γέγονε. Wow. Du hast es geschafft, Bajek. Danke. Ich habe nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie mochte mein Pro-Kleopatra-Stück, meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. Es ist unser freier Wille, die Plejade und damit auch unsere Stadt zu beschützen. Deine Zensur bringt keine Liebe für das Volk. Wir werden siegen!